Boxen auf zum wetstar.de Derby Trial über 2000 Meter. Sind in dicht geschlossener Formation abgesprungen. Guter Start außen von Icamparo. Santorini kam gut ab und auch Prairie Snake. Prairie Snake hat sich erst einmal die Spitze gesichert im Logis aus Bogen, wo es in den letzten Knick gleich in die Gegenseite geht. In dritter Spur hatte Prairie Snake den Kopf in Front. Jetzt rennen wir Pijulek auf der Nummer 8 auf Sporting. Mit dem Kommando innen daneben kurzer Weg auch für den Mitfavoriten für Lord Charming. So, sie gucken sich gegenseitig an. Wer macht jetzt das Tempo? René Pijulek hat die Spitze auf der Nummer 8 auf Sporting. Und sie wollen ihn auch vorne lassen. Auch Michael Michel außen daneben auf Prairie Snake macht im Moment keine Anstalten, das Kommando zu übernehmen. Also bei im Moment noch recht unruhiger Fahrt Sporting vor Prairie Snake, vor Santorini außen. Mit Lord Charming innen an vierter Position, galoppierend an der Hecke, außen flankiert von Dolcetto vor East Storm. Dahinter der Favorit in zweiter Spur galoppierend, die violett-weißen Rennfarben von Sea of Sands. Innen daneben sehen wir Valando mit schwarzer Kappe, gelben Ärmeln, Adrien de Vries dort ein bisschen am Bremsen. Und dahinter geht es dann weiter mit Icamparo außen, Wiesentau an letzter Position. So sind sie noch ca. 900 Meter vom Ziel entfernt. Die Gegenseite wird gleich verlassen und René Pijulek bleibt voraus auf Sporting. Sporting vor Prairie Snake. Dann in dritter Spur in Position Santorini. Dann sehen wir innen Lord Charming an der Hecke galoppieren vor Dolcetto. Außen daneben galoppiert wiederum East Storm. Innen der kurze Weg für Valando. Dann der Favorit Sea of Sands vor Icamparo und Wiesentau an letzter Stelle. So geht es jetzt gleich um den letzten Knick hinum in die Zielgerade hinein. 500 Meter noch bis zum Ziel. Sporting vorne. Sporting voraus. Prairie Snake ist der Angreifer. Außen daneben wiederum Santorini und da hat sich die Lücke geöffnet an der Innenseite für Lord Charming und die wird auch genutzt. Lord Charming und Santorini, dahinter sehen wir Prairie Snake, da wurde es kurz eng. Dann an der Innenseite verbessert sich Valando, weiter außen probiert sich hier Sea of Sands in die Partie zu werfen. Vorne ist dann der Innenseite Sporting immer noch mit dabei mit Lord Charming, mit Santorini und jetzt kommt Sea of Sands auf Touren. Noch 120 Meter bis zum Ziel, Sea of Sands, Lord Charming, Valando, das sind die vorderen Pferde und Sea of Sands hat die Spitze, er hat den Kopf in Front und er hält Lord Charming. Sea of Sands gewinnt gegen Lord Charming, dritter mit Valando, vierter dann Wiesentau vor Santorini vor Sporting, dann Dolcetto East Storm mit Prairie Snake und Icamparo. Sea of Sands, Favoritensieg im wetstar.de Derby Trial. Lukas Delosier und das Gestüt Hönihof. Offizielle Ergebnis des vierten Rennens. Sieg die Nummer 7 Sea of Sands vor der Nummer 4 Lord Charming und der Nummer 9 Valando. Viertes Pferd die 10 Wiesentau, fünfter die 6 Santorini. Schauen wir auf die Quoten vom wetstar.de Derby Trial. Sea of Sands zahlt auf Sieg glatte 4:1 zurück auf Platz 1,50 Euro. Die 4 Lord Charming auf Platz 1,70 und die 9 Valando auf Platz 1,80 Euro. Die Zweierwette, die 7 vor der 4, zahlt 8,90 Euro zurück. Die Dreierwette, die Reihenfolge 7, 4, 9, zahlt 43,10 Euro zurück. Und die 2 aus 4 Wette zahlt 1,80 Euro. Sie brauchen zwei Pferde der vorderen 4, egal in welcher Reihenfolge, dann hätten Sie die 2 aus 4 getroffen.